Noctu ist ein Pokémon mit dem Typ Normal und Flug und existiert seit der zweiten Spielgeneration und ist die Weiterentwicklung und auch gleichzeitig Endentwicklung von Hothot. Noctu ist ein mittelgroßes, U-ähnliches Pokémon, das auf zwei Beinen steht und sich Balge hell und dunkelbraun sowie schwarz präsentiert. Die Außenseiten der Flügel, die Schwanzfedern sowie das Muster auf seiner Brust sind dunkelbraun. Augenbrauen, Beine und Füße sind Balge, der restliche Körper hellbraun. Seine Augen werden durch einen äußeren Balgen und einen inneren schwarzen Kreis umrahmt und der Kopf ist kugelrund. Seine Erscheinung wird von den beeindruckenden Augenbrauen dominiert. Die sind zusammengewachsen, bilden zunächst eine V-Form und wachsen dann senkrecht nach oben, wobei sie in einer dreizackigen Spitze enden. Mittig ist ebenfalls eine Spitze zu sehen und Noctu verfügt auch wegen der Augenbrauen über einen durchdringenden Blick und ein hervorragendes Sehvermögen. Die Sehorgane selbst bestehen aus einer weißen Lederhaut, roten Iriden und schwarzen, runden Pupillen. Der kleine Schnabel vervollständigt das Gesicht und an dem relativ schmalen, dennoch kräftigen Torso wachsen die beiden großen Flügel. Auf dem Brustkorb ist ein Muster zu erkennen, das aus sechs jeweils aus zwei Dreiergruppen bestehenden, nach oben geöffneten Dreiecken besteht. Die beiden Dreiergruppen sind übereinander angeordnet und die drei Schwanzfedern haben die Form eines Fächers. Am Ende der kurzen Beine sind an den Füßen vorne drei und hinten eine kräftige Kralle angebracht und in seiner Shiny-Form sind die hellbraunen Körperstellen in einer grünlichen Farbe gehalten. Die Schwanzfedern und die Außenseiten der Flügel dagegen sind kräftig hellbraun gefärbt. Dabei ist Noctu die zweite und damit letzte einer zweistufigen Entwicklungsreihe und entwickelt sich aus Hothot. Bei der Entwicklung verändert sich das Aussehen des Pokémon drastisch. Besonders fällt dabei auf, dass die Augen an Größe verlieren und kein zentrales Element des Erscheinungsbildes mehr darstellen. Farblich wird das Pokémon dunkler und erhält eine aus Dreiecken bestehende Musterung auf seinem Bauch. Während Hothot standardmäßig auf einem Bein steht, nutzt Noctu beide Beine. Der Farbton dieser ist nach der Entwicklung eher gelb und außerdem verlängern sich die Flügel und der Kopf bildet sich nun mehr als eigenes Segment des Körpers aus. Dabei wird die Entwicklung in den Spielen durch das Erreichen von Level 20 ausgelöst. Mit seinem Typ Normal und Flug ist es immun gegen Boden- und Geistattacken, nimmt halben Schaden gegen Pflanzen- und Käferattacken, doppelten Schaden gegen Elektro-, Eis- und Gesteinsattacken und der Rest macht normalen Schaden.